Hallöchen und wieder mal ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Spec Ops The Line. Ich wollte es einfach nur mal zeigen, ich finde die Veränderung des Hauptmenüs ganz witzig. Der Typ hat ja immer gelebt und so weiter, aber jetzt ist er tot. Witzig, ne? Okay, machen wir direkt mal weiter. Okay, halt so rum. So, wir müssen wieder einmal nochmal gegen den Typen kämpfen, weil leider speichert und hat er nicht gespeichert. Es war leider kein Save Point, schade eigentlich. Aber ist ja nicht so schlimm. Ich weiß noch, dass hier hinten das hier ist. Okay. Ich weiß, dass ich das machen kann. Und mit einem Granatenwerfer. Halt, wir laden hier nochmal nach. Und ziehen uns dann gleich mal die volle Mumpelladung. Hehe. Aber wir werden den einfach weggrenadieren. So wie die letzten Male auch. Das ist ja jetzt nicht das Problem. So. Ah, schade. Nee. Shit! Noch ein schwerer Truppe! Den Deckung verdammt! Rücke vor! Der schwere Truppe ist erledigt. Oh yeah, Bitches. Wir sollten weiter. Die sind da drinnen, sind noch mehr. Aber nicht lange. Feind ausgeschaltet! Kill sie alle! Schrotz mit dem Einsatz, aufpassen! Sie kommen näher! Knall sie ab! Wow, ich dachte, der ist tot. Ha, Idiot. Ach, der lebt noch. Die sind gut ausgestattet, finde ich. Das finde ich ziemlich unfair. So, wir werden uns jetzt erstmal hier den Granatwerfer, der ist ja leider alle. Ach, das hält nur auf! Oh, das hält sowas von nur auf. Stimmt, der hat ja auch eine krasse Waffe hier. Warte mal, wie viel Schuss hatte die denn? Muss nachladen, geht mit Deckung! Die ist auch ziemlich heftig, die Waffe, finde ich. Wir nutzen die jetzt erstmal. Unterwegs! Oh. Alle Waffen nachgeladen? Ja. Nice. Wir haben keine Granaten können wir aufnehmen. Das ist wirklich ärgerlich. Oh, cool. Oh, richtig cool. Hab ihn! Oh, der hat sich mein Schuss gestürzt. Auf die Beine! Fahr zur Hölle! Weg mit dir, du Wichser. Muss los! Okay, wir müssen aufpassen, ne? Keiner zu sehen. Ist hier irgendwelche Mumpeln? Es gibt noch ein Geheimobjekt. Ich weiß nicht, ob wir es finden. Das wäre natürlich ganz cool. Diese scheißfähigen Trupper nerven! Ja. Ich werde hier platt gemacht! Mann, Walker, wach auf! Weg ist er! Ah, ne, cool, war Granate. Granate! Fick dich! Lade nach! Diese Trooper sind echt heftig. Sind halt so diese typischen Kugelfresser. Die meisten selber, gut, in dem Fall tut der Weg so. Und was ernsthaft? Oh. Dieses Spiel ist echt gemein. Das macht mich selig fertig. Ich bin genauso gestört wie mittlerweile wie der Walker selber. Lade nach! Gegner werden immer heftiger. Das gefällt mir nicht. Achso. Ich will mal hier umschalten drücken, um zu rennen, aber es geht nicht.
Ist halt dieses eines dieser Spiele, die mit der Leertaste arbeiten. Das war so ein bisschen störend. Shit! Noch ein schwerer Trooper! In Deckung, verdammt! Unterwegs! Endlich, verdammt! Drinnen sind noch mehr. Aber nicht lange. Weiter. Die sind uns auf den Fersen. Ich hab den Hurensohn! Kill sie alle! Wichser. War hinter dem Schreibtisch noch einer oder nicht? Ich glaube nicht. Man kann ja nie wissen heutzutage. Erstmal die Waffe mitnehmen. Roger, nehme die Flanke. Rücke vor! Soll da rüberspringen? Ist jetzt tot oder nicht? Das hält nur auf! So, geht doch. Kackwatze. Scar? Auch nicht schlecht. Der hat nämlich Granatwerfer. Das ist nämlich ganz. Kann ganz praktisch sein. Hat zwar nicht viel, aber. Dieses Geräusch würde mich eher an den bevorstehenden Tod erinnern. Was ist das denn? Ah, das kann man schlecht sehen. Was steht da? Brut. Legion oder so? Keine, schwer zu sehen. Also der Typ erinnert mich eher an Hitler. Das könnte irgendwie so eine Scheitelfrisur sein. Ist hier noch irgendwie noch... Sieht hier irgendwie so wohnlich aus? Könnten ruhig ein bisschen mehr Munition droppen hier. So, jetzt füllen wir hier nochmal auf. Okay, so viel gab es leider nicht. Zwischensequenz. Shit, da geil. Kommen sie. Sie sind jetzt auf dem Torhaus fest. Holen. Es ist aus. Wir haben euch umstellt. Legt eure Waffen nieder. Fick dich. Erschießt mich doch. Na los, ich stehe hier. Macht schon. Sicher das Gebäude. Erschießt mich, verdammt. Los, erschießt mich. Dies ist Ihre letzte Chance, Walker. Geben Sie auf, oder meine Männer erschießen Sie. Wag's ja nicht! Dann scheiß auf dich! Ich bin nicht so weit gekommen, um aufzugeben. Das ist der einzige Weg in den Tower. Verdammter Mist! Gib's auf! Mission beendet! Wir haben versagt! Nur über meine Leiche! Schön! Dann leb weiter! Brenn, du Arschloch! Verdammt, Walker! Lauf! Oh Mann! Jetzt ist er tot und ich habe ja keine Waffen. Oh. Und ich darf mich nicht umdrehen. Au, was passiert jetzt? Ich bin gelaufen. Tut mir leid, Walker. Aber sie wussten, es würde so enden.
Welt in Flammen. Sie allein. Oh, das wird Rache geben. Sie haben versagt. Endlich etwas, das wir beide gemeinsam haben. Oha. Oh, welchen treffe, welchen sowas von abknallen. Der hat ziemlich viel Leid gebracht. Ich weiß nicht, ob er jetzt irgendwas, ob er an sich gute war oder böse war. Das lässt das Spiel einen nicht ganz klar. Oh, wie cool. Wenn die Gebäude in Dubai wirklich so sind, dann wäre ich gerne mal da, muss ich zugeben. Einfach nur, um das zu sehen, das sieht schon ziemlich cool aus. Auch wenn es natürlich schade um die armen Tiere ist, weil die ja quasi im Defekt ja nichts anderes sind wie eine Tapete. Man hätte auch einfach eine Tapete draufklatschen können mit einem Meeresblick. Naja. Ist hier noch ein Secret? Ja, hier gibt es sogar zwei. Krass. Obwohl das Spiel jetzt kurz vorm Ende ist, auch nicht. Ich glaube, das müsste bald zu Ende sein. Komisch. Oh, da ist ein Patrick Star. Sogar gleich zwei davon. Gibt's aber nichts. Und es ist ja so ein Abschnitt, wo man sich nicht schnell bewegen darf. Was ist das denn da? Ist das eine Blume? Squadron, Achtung! Ich habe keine Waffe, um mich zu verteidigen. Ui. Das sieht schon cool aus. Ist das ein Hai oder so ein kleiner? Sie haben auch einen Namen. Ich weiß ihn nur gerade nicht. Captain Walker, wir sind der Rest der Damned 33rd. Wir ergeben uns, Sir. Dubai gehört Ihnen. Wo ist Conrad? Wo er immer war. Oben. Er erwartet Sie. Was? Warum ergeben die sich? Ich hab doch verloren, oder? Ja, mein Teamkollege ist tot. Und ich bin schwer angeschlagen. Also, wieso ergeben die sich jetzt? Das verstehe ich nicht. Die haben doch sind doch mit dem Helikopter gekommen, oder? Gib mir deine Waffe, ich möchte euch alle abknallen. Maybe. Ich hab nichts mehr. Verliere deine Waffe in einer Zwischensequenz und du verlierst alle Waffen. Okay, hier ist nichts. Komm, beweg dich schneller, Kumpel. Dein Bein ist doch nicht mal gebrochen. Oh Mann, jetzt geht's los. Nicht schlecht, Walker. Ihnen gelang, was der Sturm nicht schaffte. Die 33. zu vernichten. Fühlen Sie sich schon als Held? Es geht so. Ich könnte heldenhafter sein. Bitte, nur herein. Oha. Aber, ob wir ihn wirklich treffen, ob er das ist, was wir erwarten, das erfahren wir leider erst in der nächsten Folge. Ich weiß, ich mache es zum Ende hin nochmal spannend. Also seid gespannt, wie der Conrad vielleicht in Natura ist. Aber vielleicht doch ein glänzender Held ist und wie eigentlich das böse Arschloch sind. Oder ob es genauso ist, wie ich mir es vorstelle. Dass ich der glänzende Held bin, weil es ist ein Shooter. Nein, es wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Okay, aber ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also bis denne. Cheerio.